Ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden zum Vorbericht gegen RB Leipzig, gegen die Dosen am Dienstagabend 18.30 Uhr in unserer schönen Veltins-Arena. Kommen wir erstmal zu RB Leipzig. RB Leipzig hat jetzt am Wochenende, am Freitag, hat die Bundesliga eröffnet. Jetzt sagen wir mal nach der Winterpause gegen Bayern, haben 1-1 gespielt. Waren in der zweiten Halbzeit in meinen Augen die bessere Mannschaft gegen Bayern, haben ein richtig gutes Spiel gemacht gegen die Bayerner und haben sich den Punkt verdient, muss man ja auch sagen. Ja, Leipzig steht auf dem 5. Tabellenplatz, sind 6 Punkte von Bayern entfernt, Bayern ist Erster, aber nur ein Punkt von Tabellenzweiten, Dritten und Vierten entfernt. Da ist oben alles noch möglich. Ich denke mal, die Leipziger rechnen sich eine Minimalchance, dass sie Meister werden können. Aber deren Ziel, denke ich mal, ist, in den Champions League-Rängen reinzukommen. Ja, deren Auswärtsbilanz ist jetzt auch nicht das Wahre. Deswegen liegt da unsere Chance. Deren Auswärtsbilanz ist 2 Siege, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen. Ist jetzt nicht für eine Spitzenmannschaft super, deswegen sage ich ja, das ist unsere Chance. Ja, und die sind auch gespickt mit sehr guten Spielern, wie ein Spieler kennen wir ja ganz gut, Timo Werner, André Silva, der damals bei Frankfurt Torschütze war, jetzt spielt er auch bei Leipzig, Danny Olmo, spanischer Nationalspieler, Emil Forsberg, das sind nur ein paar Namen, und Nkunku, der ist Gott sei Dank, tut mir leid, ich hoffe, er wird bald gesund, kann er nach unserem Spiel fit werden. Aber er ist noch verletzt, angeschlagen, ist nicht dabei. Wie sieht diese gegen Leipzig überhaupt die Bilanz aus? Schalke-Leipzig sieht nicht so berauschend aus für uns. In 10 Spielen haben wir 6 Niederlagen, 6 Siege für Leipzig, 2 Unentschieden und nur 2 Siege für uns. Ey, da müssen wir jetzt was tun, dass wir diese Bilanz ein bisschen aufstocken auf 3 Siege. Ja, und da ist auch noch eine Brisanz im Spiel gegen die Leipziger. Man hört da in meinen Berichten, Ruben Schröder soll nach Leipzig wechseln. Und ich gehe mal zur Wahrscheinlichkeit von 100%, dass er das tun wird. Aber ich denke mal, das wird erst passieren nach unserem Spiel morgen. Nicht sofort am Mittwoch, aber in den nächsten Tagen oder Woche wird passieren, dass Ruben Schröder nach Leipzig gehen wird. Leipzig muss auch eine Ablöse zahlen für Ruben Schröder, ist normal. Deswegen ist er noch eine Brisanz. Und für Thomas Kraus ist das auch ein spezielles Spiel, weil wir wissen, halten wir die Liga, schaffen wir den Klassenerhalt mit Schalke, haben wir eine Kaufpflicht von 3 Millionen, dann ist Tom Kraus unser Spieler. Unser Spieler. Steigen wir ab, kehrt er wieder zu RB Leipzig zurück. Und das wollen wir verhindern mit einem Sieg heute, damit unser Kraus bei uns bleibt. Ja, tun wir mal Leipzig jetzt mal weg. Genug von die Dosen geredet, brauchen wir nicht mehr. Kommen wir zu unserem FC Schalke 04. Ja, ich war Samstag wirklich angepisst, sauer. Richtig, ich war angefressen. Warum? Nicht, weil wir schlecht gespielt haben, weil wir eine desolate Leistung gezeigt haben. Nein, ich war angefressen, wie ihr alle auch. Du machst ein gutes Spiel, kreierst Torchancen, von denen musst du wenigstens einen machen und gehst als Verlierer mit 3-0 nach Hause. Die Frankfurter, ich will jetzt nichts gegen Frankfurt, um Gottes Willen, die haben ja nicht schlecht gespielt. Wir haben gut gespielt, als Tabellenletzter haben wir richtig Paroli geboten den Frankfurtern. Aber man sieht die Qualität von den Frankfurter vorne, eine Torchance, bumm, ist der direkt drinnen. Ich weiß nicht, wie viele Torchancen wir noch brauchen. Aber wenn du solche Torchancen nicht mal einmal reinmachst,
dann wird das nichts mit dem Klassenerhalt. Da müssen wir ehrlich sein, dann wird das nichts mit dem Klassenerhalt. Ich glaube noch immer fest dran. Ich glaube noch immer fest dran. Wenn wir die Tabellenkonstellation mal beobachten. Wir sind Letzter, aber ist noch nicht nichts entschieden. Hey, bis zum 15. Platz, ihr seht das ja, bis zum 15. Platz sind das nur 6 Punkte. 6 Punkte, auch wenn wir verloren haben. 6 Punkte. Und ich sage ehrlich, da ist noch alles drinne. Alles drinne. Stuttgart ist auf dem 16. Platz, auch 6 Punkte von uns entfernt. Hey, ich sage ja, entweder du wirst 16. oder 15. Einer von den Plätzen müssen wir erreichen. Das werden wir auch erreichen. Hey, die Mannschaft hat uns Hoffnung gegeben. Die können Fußball spielen. Die können auch Torschancen kreieren. Und wir hatten gute Torschancen gegen Eintracht Frankfurt. Den Europapokalsieger. So, 4. Platz sind die. In der Champions League eine Runde. Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt und wir haben den Paroli geboten. So, und da müssen wir weiter anknüpfen und wenigstens mal eine Torchance machen. Und die Bilanz gegen Leipzig müssen wir jetzt besser machen zu Hause. Ey, unser letzter Heimsieg, könnt ihr euch noch erinnern gegen Leipzig? Mit Domenico Tedesco. 2:0 am ersten Spieltag. Und das war 2017. Danach gab es nur 1:0 Niederlagen, 5:0 Heimniederlage und die letzte war, wo wir abgestiegen sind, die 3:0 Heimniederlage. So, dreimal hintereinander zu Hause gegen die verloren, nicht mal ein Torschuss, aber jetzt wird der Knoten platzen, dass wir vor unserer Kulisse, vor 60.000 Zuschauern, endlich mal ein Tor schießen und diese 3 Punkte uns holen am Dienstag. Diese 3 Punkte, Jungs, macht wieder, spielt wieder so wie gegen Frankfurt. Diese Energie, was ihr da auf den Platz gebracht habt, war Hammer, hatte keiner damit gerechnet, weil in der Vorbereitung, die alle immer Scheiße gesagt haben, aber ich habe damit ein bisschen gerechnet, dass ihr auf jeden Fall besser spielt als in der Vorbereitung. Und was war, ist auch so passiert. So, nur wir müssen defensiv hinten besser agieren. Unsere Abwehrspieler hatten keinen guten Tag am Samstag. Zweimal unachtsam gewesen und zweimal haben wir Tore kassiert. Das ist es ja, wenn du musst immer 100% geben und du musst wirklich 90 Minuten oder 95 Minuten wachsam sein als Defensiver. Darfst dir keinen Fehler erlauben, ansonsten wird er immer sofort bestraft. Die anderen Abwehrspieler machen Fehler, aber wir bestrafen die vorne nicht. Wir bestrafen die nicht, egal wie viele Torchancen wir haben, wir bestrafen die nicht. Und das ist unser Fehler. Wir können diskutieren, unsere Defensive und Defensive, aber wir müssen dann diskutieren, macht mal unsere Offensive mal Tore, dann hat die Defensive weniger Arbeit. So ist das. Ja, unsere Heimbilanz sieht nicht so besonders aus. Dies Jahr nur 2 Heimsiege, 1 Unentschieden und 5 Niederlagen. Und ich will den dritten Heimsieg. Ich möchte diesen dritten Heimsieg. Und ich weiß ganz klar, unsere Zuschauer werden unsere Mannschaft nach vorne peitschen bis zuletzt. Bis zuletzt, weil wenn unsere Mannschaft so eine Leistung zeigt, kämpferische Leistung, spielerische plus Torchancen, dann wird die Mannschaft auch belohnt, sich irgendwann belohnt und die Fans honorieren das. Das hat man nach dem Spiel gegen Frankfurt gesehen, wie die Fans die Mannschaft noch mit Applaus applaudiert hat, obwohl wir 3:0 verloren haben. Aber die haben gemerkt, die Jungs haben Gas gegeben, die haben alles gegeben. Im Endeffekt haben wir Pech gehabt und verloren. Ja, Drexler ist wieder fit, ist wieder dabei, hat sich freigetestet. Corona ist wieder eine Option. Kral trainiert wieder voll mit der Mannschaft. Ob der eine Option jetzt am Dienstag sein wird, glaube ich noch nicht, weil er hat noch viel Trainingsrückstand, konnte ja die Vorbereitung absolut nicht mitmachen. Er braucht seine Zeit. Wann er wieder einsatzfähig, wissen wir nicht. Bei Orian und Salazar, die sind im Training, machen immer mehr Fortschritte. Könnte möglich sein gegen Köln das Heimspiel, dass Salazar vielleicht dabei ist und Orian auch, aber wenn dann nur auf der Bank. Vielleicht, Fragezeichen. Ja, jetzt kommt meine Aufstellung. Im Tor, ich würde den Fährmann reintun. Ich bin ehrlich, bitte tu doch den Fährmann rein. Jetzt mal ehrlich, beim 1-0, ein sehr guter Torwart. Ich sag mal, der Fährmann, der würde so stehen, der hätte den Ball irgendwie abgewehrt.
Bei unserem Torwart Scholloff, der geht sofort rein. Halt doch mal einen unhaltbaren Ball, Herr Scholloff. Mehr verlange ich nicht als Torwart. Verhalt doch mal als Fan. Halt doch mal einen unhaltbaren Ball. Für mich aber trotzdem gehört der Fährmann ins Tor. Rechts, Brunner hat richtig gut gespielt. Links, Uronen. Uronen. Auch gut, hat schönes Debüt gegeben. Gutes Debüt gegeben, hat mir auch gefallen. So, jetzt in Mitte, in Zentral, in der Innenverteidigung. Kaminski ist ja auch wieder dabei. So, ich würde Kaminski neben Yoshida tun. Ja, Yoshida hat auch einen Fehler gemacht, zum 2-0 zu Lushin gegangen, hat sich da bumm da verarschen lassen, bumm 2-0. Matriciani, das war nicht sein Tag. Es war nicht sein Tag, glaube ich, sein schlechtestes Spiel in der Defensive, was er auf Schalke in der Innenverteidigung gemacht hat. Ich rede von der Innenverteidigung. Er hat sich da dopieren lassen beim 1-0, wirklich wie so ein Schüler. Aber hatte auch zwei, drei andere Szenen vorher, nicht, wo er nicht so gut aussah. Deswegen lieber den erfahrenen Kaminski, der uns in der zweiten Liga-Saison wirklich stabil war, stabil. Der hat auch einen linken Fuß, wo er auch die Spieleröffnung von hinten spielen kann. Kann auch flanken und so alles. Er kann auch fußballerisch mehr als Matriciani. Deswegen würde ich Kaminski neben Yoshida tun. Das sind die beiden Innenverteidiger. Ansonsten würde ich nichts mehr ändern. Ich würde nur Kaminski für Matriciani reintun, Fährmann für Scholloff. Ansonsten würde ich komplett diese Elf, die gestartet ist, wieder spielen lassen mit Kraus und Latzer. Latzer hat mir auch gut gefallen defensiv, war gar nicht mal so schlecht. Kraus stark gegen Frankfurt, dann links Bülter, rechts der starke Kusuki. Der hätte sich fast mit dem Tor belohnt. Den Kopfball hätte er den mal platziert in die Ecke geköpft. Hätten wir den Ausgleich gemacht oder seinen Pfostenschuss. Larsen wieder hinter Terode. Larsen, auch wenn er nicht so stark für mich gespielt hat. Für mich war er Schwachpunkt, weil ich den gesucht habe. Aber viele haben ihn gut gesehen. Okay, ich sage, ich wechsle jetzt nicht den Spieler aus. Da vorne, der Mann nicht so besonders auffällig war für mich, aber ich lasse ihn noch mal ran, weil seine Schnelligkeit gegen Leipzig, wenn wir mal wieder einen Konter haben, die brauchen wir da. Viele erwarten würden jetzt erwarten, ey, tu doch den Drexler für Lars rein, aber Drexler ist nicht so schnell, er ist ein Kampfschwein, den würde ich als Sechser tun, aber er hatte Corona, ich weiß nicht, wie er fit ist, Spritzigkeit, dann lieber in der zweiten Halbzeit bringen, mehr Energie, mehr Power bringen. Aber ansonsten würde ich so starten wie gegen Frankfurt, außer Kaminski kommt für Matriciani und für mich bleibt der Fährmann, muss der Fährmann für Scholloff im Tor. Das ist, wäre meine Aufstellung für das Spiel gegen Leipzig. Und Jungs, holt euch diese 3 Punkte. Ich glaube an euch. Wir glauben an euch. Ehrlich, ich glaube an euch. Wir schaffen das. Diese Energie, haut die Dosen aus der Arena. Haut die aus der Arena. Gegen Bremen kein Tor macht. Ihr habt jetzt kein Tor macht. Aber irgendwann muss doch der Knoten platzen. Und der Knoten wird jetzt platzen. Wird jetzt platzen. Ich glaube an euch. So, schreibt in die Kommentare, wie ihr aufstellen würdet. Und was ist euer Tipp? Was habt ihr so ein Gefühl, was wir da machen am Dienstag 18:30 gegen die Dosen? So, schreibt reichlich in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Start in der Woche. Wir sehen uns spätestens Dienstagabend nach dem Spiel mit meinen Emotionen. Alles klar. Wünsche euch alle einen schönen Tag. Euer Schalker. Glück auf. Ciao, ciao. Arrivederci.